Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's um Zanderangeln mit dem Gummifisch, mit der Faulenzer-Methode. Was heute ein bisschen anders ist, wie wir das Ganze aufziehen wollen, was es an Neuigkeiten gibt, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Also, bleibt gespannt und bleibt dran. Okay, ihr Lieben, Zanderangeln mit dem Gummifisch. Viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, ja, gibt schon Videos von, gibt es genügend von. Was wir dieses Mal anders machen, zusammen mit Spartan Fishing wollen wir eine Serie machen, eine mehrteilige Reihe von mit dem Thema Zanderangeln mit dem Gummifisch, insbesondere mit der Faulenzer-Methode. So, das wollen wir so aufziehen, dass es verschiedene, also wir behandeln in allererster Linie in der heutigen Folge das Faulenzen an sich, die Ausrüstung, das Tackle, die Köderwahl. Und dann geht es nach und nach in die Bereiche See, Zanderangeln im See, Zanderangeln im Fluss, im Kanal, im Hamburger Hafen oder in Häfen allgemein. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende ein cooles Lexikon haben zum Zanderangeln für die jeweiligen Gebiete, Reviere, die ihr benötigt vielleicht, wo ihr Hilfestellung braucht oder wo ihr Tipps und Tricks braucht. Genau, das Ganze ist auch so ein bisschen dadurch entstanden, dass wir halt vom Dropshot Rig erzählen, von der Faulenzer-Methode und wir sehen das alles als gegeben an. Aber es gibt vielleicht Leute, Angler, die gerade frisch ihren Angelschein gemacht haben und unbedingt mal einen Zander fangen wollen mit dem Gummifisch und noch gar nichts mit dem Begriff Faulenzer-Methode anfangen können. Und genau für diese Leute soll diese Videoserie sein. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar ganz einfach, also wir wollen das so simpel, spartanisch und verständlich wie möglich rüberbringen. Das heißt, ich werde hier auch, wenn ich was erkläre, so ein bisschen mit Faustregeln arbeiten, an denen ihr euch langhangeln könnt, die aber nicht in Stein gemeißelt sind. Fangen wir einfach mal an. Erstmal mit der Rute. Eure Rute sollte 2,70 Meter um und bei 2,70 Meter lang sein. Kann auch 2,50 Meter sein, kann auch länger als 2,70 Meter sein, aber das ist so zum Zanderangeln vom Ufer, in dem Falle hier vom Boot, ist das optimal. Da kriegt ihr eine richtige Wurfweite drauf und ja, das ist so die Standardgröße. Bleiben wir bei den Ruten. Ja, früher hat man gesagt, die müssen knüppelhart sein, also wirklich so Besenstiel, hat man immer gesagt, dann ging es irgendwie, kam so ein Umschwung, dann hat man gesagt, okay, die sollen ein bisschen weicher sein, also sehr sensibel. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen, es ist Geschmackssache. Ich werde hier keine Werbung für einen speziellen Rutentyp, geschweige denn für eine Marke machen. Ich fische das sensiblere Modell, Matze zum Beispiel eher das härtere Modell. Ihr könnt mit einer harten Rute, aber auch mit einer weichen Rute, könnt ihr den Köder faulenzen und führen. Ihr werdet auch die Bisse merken. Mit einer harten Rute oder mit einer weichen Rute. Wo es dann kritisch wird, und das ist Geschmackssache, wie ihr die Bisse verwertet. Also wenn ihr als Beispiel eine ganz weiche Forellenrute nehmt und ihr bekommt den Zanderbiss und ihr setzt den Anhieb, dann wird die Rute allein nicht den Anhieb, den Haken setzen im harten Zandermaul. Da werdet ihr Probleme bekommen. Und deswegen müsst ihr nachher merken, wichtig ist, dass die Rute einfach ein schnelles, hartes Rückgrat hat, um diesen Anhieb vernünftig durchzubekommen und den Haken gut im Zandermaul zu setzen. Das zum Thema Rute. Genau. Und wie gesagt, so Sachen wie leicht, dass ihr den ganzen Tag faulenzen könnt, das spielt damit rein, aber das ist alles Geschmackssache. Kommen wir schon zur Rolle. Rolle, nehmt ihr eine 3 bis 4000er Rolle. Ja, auch hier werden wir keine Modelle empfehlen, sondern hinter mir springt's. Auch hier werden wir keine Modelle empfehlen, aber 3 bis 4000er Rolle, dann deckt ihr das vernünftig ab, dass ihr, zur Faulenzer-Methode kommen wir noch, dass ihr die richtigen Sprünge bei der Faulenzer-Methode macht. So, ein bisschen schwer zu erklären anhand der Rolle nur, aber so grob überschlagen, mit der Rolle bei der Faulenzer-Methode startet ihr euren Gummifisch vom Grund an. Wenn ihr eine ganz kleine Rolle nehmt, habt ihr weniger Schnureinzug pro Kurbelumdrehung.
Das heißt, er startet auch nur minimal an. Habt ihr eine große Rolle, startet er mega hoch an. Das zum Thema Rollengröße. Also, Ruten könnt ihr euch merken, 2,70 Meter plus minus. Rolle, die zweite Faustregel sozusagen, 3 bis 4000er Rolle, also die Rollengröße. Ja, beim Zanderangeln kommt ihr nicht drum herum, eine geflochtene Schnur zu fischen. Warum? Weil die einfach keine Dehnung hat und ihr, sobald ihr einen Zanderbiss bekommt, müsst ihr den sofort quittieren und der Haken muss blitzschnell sitzen, weil sonst gebt ihr dem Zander die Möglichkeit, den Köder wieder auszuspucken. Eine monophile Schnur hat einfach zu viel Dehnung, dass sie Anhieb nicht richtig setzen können. Deswegen geflochtene Schnur. Auch hier gibt's vierfach geflochtene, achtfach geflochtene, grün, gelb, in allen erdenklichen Farben. Auch hier müsst ihr so ein bisschen gucken, passt die Geflechtgröße so ein bisschen eurem Gewässer an. Also könnt ihr euch auch gerne im Angelladen beraten lassen. Sagt ihr, nennt ihr euer Gewässer. Also da kann ich euch jetzt keinen Durchmesser sagen, aber ihr nennt euer Gewässer, sagt, was ihr vorhabt, Zanderangeln, und dann wird ein kompetenter Angelladen euch schon den richtigen Schnurdurchmesser der geflochtenen Schnur geben. Punkt. Rute, Rolle, Schnur haben wir. Jetzt kommen wir zum Vorfach. Also ihr fädelt eure Schnur ganz normal durch die Rutenringe durch und dann werdet ihr es so machen. Zeige hier. Dann kommt an eure geflochtene Schnur ein Fluocarbon. Fluocarbon, monophil, extrem, also fast unsichtbar für die Fische unter Wasser, abriebfest. Das verbindet ihr mit eurer geflochtenen Schnur. Am Ende des Fluocarbons macht ihr einen Einhänger und daran befestigt ihr euren Gummifisch. Das so zum Grundthema. Eigentlich braucht ihr nur Fluocarbon. Sobald es Hechte in dem Gewässer gibt, hat sich das erledigt, dann kommt ihr nicht drum rum, mit Stahl zu fischen. Wäre einfach zu schade, wenn ein Hecht beißt und der mit dem Köder im Maul abreißt, weil ihr Fluocarbon fischt. Das braucht ihr an Ausrüstung. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, oder wir. Ja, also ihr habt jetzt Rute, Rolle, Fluocarbon, euer Vorfach steht und jetzt seid ihr am Wasser und möchtet euren Gummifisch wählen. Das heißt, da geht's als erstes los, was für ein Gummifisch. Ihr nehmt schlanke, kleine Gummifische. 10 cm ist wirklich die optimale Größe mit einer minimalen Aktion. Also schlanke Gummifische, 10 cm Größe, dann macht ihr nichts verkehrt zum Zanderangeln. Kommen wir zur Farbwahl. Zur Farbwahl, wie gesagt, haben wir schon mal ein Thema gemacht. Und ich weiß, im Angelladen gibt's Köder, Farben, Gummifische in allen erdenklichen Farben. Mit einem roten Schwanz, mit einem gelben Schwanz, mit einem roten Körper und dafür einem gelben Schwanz. Also alle Variationen gibt's. Wenn man am Anfang ist und nicht weiß, was man braucht am Wasser, am jeweiligen Gewässer, dann wird's schwer. Deswegen beschränken wir uns auf 4 Grundfarben. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt, ich könnte es mir jetzt einfach machen. Guckt einfach bei Spartan Fishing. Also da gibt es eine ganz coole Übersicht, für welche Wasserverhältnisse und Wetterverhältnisse ihr welchen Köder nehmt. Wir machen es ein bisschen einfacher. Wir schenken der Köderfarbe gar nicht so viel bemessen. Also, ja, das ist nicht der entscheidende Faktor. Das ist auch wichtig, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Wie gehen wir vor am Wasser, wenn wir uns unsere Köderfarbe aussuchen? Als allererstes behalten wir es ganz einfach, orientieren uns am Beutefisch. Sprich, gibt es viele Weißfische? Nehmen wir den Gryphos. Also weiß als Grundfarbe. Gibt es viele Grundeln, nehmen wir Schwarz, also den Morpheus. Wir könnten auch den Chaos nehmen, der ist braun. Also Schwarz und Braun eher Grundelimitate, Weiß eher Weißfischimitate. Punkt. Das ist die erste Grundregel. Mehr gibt es da nicht zu beachten. Die Ausnahme ist, habt ihr jetzt eine Trübung im Wasser, also einen richtig trüben See beispielsweise, einen trüben Kanal, und die Zander können vielleicht natürliche Dekore nicht richtig sehen. Dann nehmt ihr eine Schockfarbe, wie den Lelex. Das ist in dem Falle knallgrün. Und dann habt ihr schon eigentlich jede Situation abgedeckt. Orientiert euch ein bisschen am Beutefisch. Es gibt dann natürlich Ausnahmen. Man kann auch sagen, okay, heute ist ein bewölkter Tag. Es ist unter Wasser auch vielleicht ein bisschen dunkel. Ihr setzt vielleicht nochmal einen Akzent mehr und habt eigentlich ein relativ klares Gewässer, dass ihr auch mal den Lelex probiert. Also, wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber so, dass ihr ein Grundprinzip habt. Das zur Köderfarbwahl. Was viel wichtiger ist,
dass ihr euch nicht in diesem Farbwahl-Dschungel verliert, ist die Wahl des richtigen Jig-Kopfes, also des Gewichtes. Auch hierzu haben wir mal ein Video gemacht und ich versuche es nochmal ein bisschen anschaulich zu erklären. Die Rute ist obligatorisch, steht für das Sichtfeld des Zanders. Der liegt hier am Grund und wir versuchen jetzt, also Zander halten sich grundnah auf und wir versuchen jetzt mit unserem Köder die ganze Zeit in dem Sichtfeld zu bleiben, vom Köder, um ihn zum Anbiss zu reizen. Grundnah einfach einleiern geht nicht. Also schaffen wir nicht. Deswegen machen wir kleine Sprünge mit unserem Gummifisch, mit der Faulenzer-Methode im Sichtfeld. So, haben wir jetzt einen ganz, ganz leichten Bleikopf. Dann starten wir den an und er fliegt, 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 fliegt. Und hier hinten irgendwo kommt er wieder runter. In der Zwischenzeit, wo er oben aus dem Sichtfeld geraten ist, hat der Zander wahrscheinlich das Interesse verloren oder hat einen anderen Beutefisch gefunden. Zander ist weg. Haben wir einen zu schweren Bleikopf, starten wir ihn an und er kommt vielleicht gar nicht richtig ins Sichtfeld. Vielleicht einmal minimal, kurz, sickt wieder ab, sinkt wieder ab und wir unterangeln den Zander, obwohl dieser schon grundnah steht. Deswegen ist die Wahl des richtigen Bleikopfes viel, viel wichtiger als die richtige Farbe. Also da verzeiht es der Zander euch auch, wenn ihr mal statt einem bevorzugten Weißfisch eher den Chaos oder den Morpheus nehmt und eine Grundel imitiert, wenn ihr ihn aber die ganze Zeit im Sichtfeld haltet. Wichtig dabei bei der ganzen Sache, der Zander ist ein langsamer Jäger. Das heißt, er guckt sich wirklich lange seine Beute an. Dementsprechend muss dieser Gummifisch von euch lange im Sichtfeld des Zanders präsentiert werden. Köder, Farbe, Gewicht haben wir abgehakt. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt der Faulenzer-Methode. Rutenhaltung, Faulenzer-Methode. Was ist damit eigentlich gemeint, wenn wir immer sagen, wir haben den Zander gefaulenzt, beim Faulenzen gefangen, Faulenzer-Methode? Ich zeige euch das. Also, als allererstes werft ihr aus mit eurem Köder. Finger in die Schnur, warten, bis ihr Grundkontakt habt. Also warten, bis ihr Grundkontakt habt. Das kriegt ihr mit dem Finger in der Schnur, wenn ihr die Schnur locker festhaltet, hin. Wichtig, eure Hand zwischen Ringfinger und kleinem Finger ist die Halterung von der Rolle. So greift ihr eure Rute, Zeigefinger auf die Rute, Unterarm liegt lang am Griffstück. So habt ihr die optimale Kontrolle. So, und was macht ihr jetzt? Jetzt wird auch langsam Schuh draus, warum ihr eine gewisse Rollengröße haben müsst. Und was mit der 11-Uhr-Stellung, die ich noch gar nicht erwähnt habe, aber was mit der 11-Uhr-Stellung gemeint ist. Ihr nehmt jetzt eure Rute hoch in die 11-Uhr-Stellung. Muss mal so ein bisschen gucken, ob ich das alles mit auf die Kamera bekomme. Und jetzt macht ihr, nächste Faustregel, Achtung, merken, im Sommer zwei Kurbelumdrehungen, im Winter eine Kurbelumdrehung. Ihr macht eine Kurbelumdrehung, startet euren Köder an und jetzt merkt ihr, wann er wieder zum Boden sinkt. Sobald er auf dem Boden wieder angekommen ist, macht ihr erneut eine Kurbelumdrehung. Und so führt ihr den Gummifisch im Sichtfeld vor dem Zander über den Grund. So viel erstmal dazu. Nächste Faustregel. Jetzt werdet ihr euch fragen, woher weiß ich denn, wie lange die Absinkphase sein muss? Faustregel 2 Sekunden. 21, 22 könnt ihr zählen. Wenn in der Zeit der Gummifisch zu Boden taumelt, dann habt ihr die optimale Absinkphase. Auch hier nagelt mich nicht drauf fest. Es gibt Tage, da stehen die Zander auf völlig überbleite Köder, aber das ist die Ausnahme. Oder halt viel zu leichte Gummiköder. Das ist aber, wie gesagt, die Ausnahme. Und so fischt ihr dann, das bedeutet Faulenzer-Methode, so fischt ihr dann den Grund ab und sucht nach Zandern. Das ist die Faulenzer-Methode. 11-Uhr-Stellung, 1 bis 2 Kurbelumdrehungen. Durch die richtige, also je größer oder kleiner die Rolle, desto größer oder kleiner der Schnureinzug. Und dementsprechend, jetzt wird es, glaube ich, verständlich, habt ihr eine zu kleine Rolle, startet euer Köder gar nicht erst vom Grund ab. Das zur Rollengröße. Und das war es eigentlich schon zum Thema Faulenzen. Jetzt kann ich noch mal was zu den einzelnen Bissen erklären. Also, zeige euch das noch mal, dass ihr das richtig seht. Die Bisse kommen zu
90, ich habe keine Statistik darüber geführt, aber 90% der Bisse kommen in der Absenkphase. Das heißt, ihr startet euren Köder an und dann ist ja irgendwann, hört ihr auf mit der Kurbelumdrehung und dann taumelt der Gummifisch verführerisch runter. Und in dieser Zeit, diese 2 Sekunden Absenkphase, um und bei, da schnappt der Köder zu, der Zander zu. Entschuldigt. Da schnappt der Zander zu und dann gibt es jetzt so 3 Möglichkeiten, 2 Möglichkeiten, wie ihr diesen Biss merkt. Die erste Möglichkeit ist der berühmte Tock. Also es ist wirklich wie ein Stromschlag durch die Rute. Das könnt ihr nicht bemerken. Also ich würde mal behaupten, man könnte einen Besenstiel als Rute haben. Wenn so ein Zander richtig gut reintockt, ihr optimale Bedingungen habt, also kein Wind, kein Schnurbogen, dann merkt ihr das. Diese Bisse sind auch das, was das Zanderangeln ausmacht. Das macht Spaß und das ist mega geil. Also merken werdet ihr es auf jeden Fall, ob ihr den Anhieb richtig setzt. Ich beispielsweise habe mich manchmal so erschrocken bei meinen ersten Zanderbissen, dass ich aus Reflex angeschlagen habe. Also ich konnte gar nicht anders. Also, erste Möglichkeit ist der Tock, der berühmt-berüchtigte Tock. Also es ist wie ein Stromschlag durch die ganze Rute. Es ist schwer zu erklären und in Worte zu fassen. Es ist geil. Und denkt mal an meine Worte. Wenn ihr mal so einen richtigen Tock gehabt habt, dann werdet ihr tatsächlich süchtig werden danach. Es macht einfach Spaß. Zweite Variante ist der berühmt-berüchtigte Regentropfen in die Schnur. Auch geil. Also macht auch Spaß. Ich bin immer wieder verwundert. Ich hatte jetzt letztens gerade so ein Biss wieder. Das ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, als wenn ein Regentropfen vorne auf die Schnur so ein bisschen rauf tippelt. Ihr schlagt an und die Rute ist krumm, weil da wirklich ein großer Zander am Ende der Schnur hängt und der gerade euren Köder genommen hat. Ich finde es immer wieder verwunderlich. Also manche sagen ja, große Zander machen auch heftige Bisse, kleine Zander machen nicht so heftige Bisse. Also anhand des Bisses spürt man, wie groß der Fisch ist. Ich sehe das nicht so. Ich finde zum Beispiel, ich habe auch diese Regentropfenbisse gehabt und da sind richtig gute Zander, richtig schöne Zander bei rumgekommen. Deswegen, was bei dieser ganzen Sache wichtig ist, sobald ihr den Hauch eines Regentropfens vermutet, dann schlagt bitte an, weil es könnte immer ein Zander sein. Die beiden Varianten gibt's und dann gibt es noch die Möglichkeit der Überschieber. Das sieht man häufig, wenn die Zander einfach so, ja, ihren Kopf, ihren ganzen Schädel, den vorderen Bereich über den Köder schieben, einfach weil sie den erdrücken wollen oder ich kann es nicht genau erklären. Auf jeden Fall sieht man, auffällig bei diesen Bissen ist, dass der Haken, der Gummifisch außerhalb des Ködermaules hängt. Also unten meistens im Unterkiefer, dann hat der Zander sich richtig rübergeschoben und der Gummifisch sitzt im Maulbereich. Aber halt außerhalb. Das sind so die 3 Varianten. Das ist eigentlich alles zum Gummifischangeln. Zum Faulenzen. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt gleich nochmal einen kleinen Einblick in die Köderbox, was man alles mitnehmen muss. Das ist nämlich gar nicht so viel. Und dann habt ihr die erste Folge überstanden. Ihr wisst, was das Faulenzen ist. Und dann seid einfach gespannt auf die nächsten Folgen. Also Leute. Was habe ich oder was brauche ich zum Zanderangeln mit der Faulenzer-Methode? Das ist nicht viel und ich gehe jetzt nur aufs Tackle drauf ein. Also, dass ihr die nötigen Angelpapiere habt, dass ihr die nötigen Werkzeuge habt, um den Fisch weitgerecht zu versorgen, das setze ich jetzt mal voraus. Essen, Trinken setze ich auch voraus. Aber nur zum Angeln an sich habe ich hier meine Spartanerbox. Ihr seht das ja von der Größe her. Da habe ich die 4 Grundfarben drin. Astakus passt auch noch rein. Und ein paar verschiedene Jigköpfe, damit ich die richtige Größe habe. Was brauche ich außerdem, falls mir mal was abreißt? Ein bisschen Fluorocarbon. Und, weiß nicht, wird man nicht sehen, kleine Einhänger. Manche Angelläden beschreiben sie auch als Snaps, also Einhänger. Das, was am Ende des Fluorocarbons drankommt und genau, wo ihr euren Gummifisch einhängt. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was mir wirklich wichtig ist
Zum Thema Gummifisch. Ich habe das oft gesehen, wenn man mal mit anderen, also andere Angler trifft und bereite das hier mal vor. Man trifft andere Angler und oder man zieht mal einen alten Ast. Das ist mir letztens passiert. Man zieht mal einen alten Ast raus und da sind ein paar Köder dran, die andere Angler abgerissen haben. Dann gibt es die Möglichkeit, also nee, was ist wichtig, wenn ihr euren Gummifisch aufzieht? Das gehört ja auch dazu, zu den Anfängen. Allererstes die richtige Hakengröße. Ich zeige es mal hier. Genau, das ist jetzt der Lelex. Die richtige Hakengröße. Ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel. Der Haken muss im ersten Drittel, also im ersten Drittel, muss der Haken raus austreten. Das ist, ja, dann passt das ganz gut. Dann ist die Relation Hakengröße, Gummifisch perfekt für einen 10 cm Gummifisch in diesem Falle. Ich habe hier einen 3-0er Haken drauf. Ein Drittel Regel, merkt ihr euch. Zweite ist, der Gummifisch muss gerade aufgezogen sein. Oftmals sieht man das, ich zeige es jetzt nicht, wie es falsch geht, aber oftmals sind die Gummifische ja, so ein bisschen schräg aufgezogen und das stört einfach den Lauf. Gerade aufziehen und dann müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, ob der Gummifisch unter Wasser läuft. Und die letzte Regel ist, dass ihr genügend Platz, könnt sogar meinen Daumen, das ist ein bisschen dicker, genügend Platz unter zwischen Haken, Spitze und Rücken habt. Das ist wichtig. Wenn hier kein Platz ist, dann werdet ihr Bisse bekommen ohne Ende, dann nützt euch die beste Farbwahl und die beste Köderführung nichts, weil der Haken einfach bei jedem Biss nicht greifen wird im Maul, weil zu wenig Platz ist. Je mehr, desto besser. Also das ist hier, merkt euch einen Daumen. Also mindestens ein Zeigefinger, ein Daumen ist optimal. Punkt. Das ist es zum richtigen Köderfisch. Gummifisch, entschuldigt bitte. Jetzt müssten wir eigentlich alles abgehakt haben. Ihr wisst, was ihr am Wasser braucht. Eine Schere ist noch wichtig, weil die geflochtene Schnur lässt sich nicht so gut durchbeißen mit den Zehen oder wie auch immer. Also eine Schere, wenn ihr mal neu montieren müsst, wenn ihr mal einen Abriss habt. Gummifische, Jigköpfe, Einhänger und Fluorocarbon. Stahlvorfach hatte ich gesagt, sobald mit Hechten zu rechnen ist. Und ansonsten soll's das für heute erstmal gewesen sein. Ihr habt den Theorieteil geschafft. Glückwunsch dazu. Ich labere euch nicht mehr so voll. Ja, und dann seid einfach gespannt auf die nächsten Folgen. Wir werden das in Zusammenarbeit mit Spartan Fishing natürlich machen. Und das Coole daran ist, jeder Teamer hat ja so seine Vorlieben, Stärken, Schwächen. Und am Ende haben wir zum Beispiel ein cooles Video übers Flussangeln, über Seeangeln, Kanalangeln von jedem Teamer oder von unterschiedlichen Teamern, die das wirklich in dem jeweiligen Revier beherrschen. Und ihr müsst eigentlich nichts machen, außer euch zurücklehnen und seid gespannt, was die Teamer so in nächster Zeit von den jeweiligen Gewässern, bei YouTube hochladen. Es wird über unseren Kanal laufen, es wird über Spartan Fishing laufen. Je nachdem, müssen wir mal gucken, wie das gerade themenbezogen passt. Ja, seid gespannt. Ja, das Einzige, worüber wir uns freuen würden, ist, wenn ihr dieses Video mit einem Like beglückt sozusagen. Links zu den Ködern, falls ihr euch dafür interessiert, sind wie immer in der Videobeschreibung auch ein Rabattcode von uns. Und ansonsten seid einfach gespannt. Faulenzen könnt ihr jetzt nach diesem Video. Probiert es erstmal aus. Und dann Schritt für Schritt kommen die einzelnen anderen Gewässer. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ihr schreibt bitte in die Kommentare, welches Video, also welches Revier, sprich Fluss, See, Kanal, Hafen, sollen wir als nächstes erstmal hochladen. Also, was interessiert euch am meisten? Haut mal in die Kommentare, vielleicht können wir da so eine kleine Gewichtung erstellen, was wichtiger ist oder was euch mehr interessiert. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch ein dickes Ahu.